Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für Dienstag, den 16. Februar 2021, und ich denke, hier brauchen wir uns heute nicht ja, viel Mühe geben, will ich nicht sagen, aber brauchen wir uns heute nicht viel Zeit nehmen. Unser DAX, der hat sich hier hat sich hier quasi wie von Geisterhand gehalten. Und sogar das Aufwärtsgeld verteidigt, ne, hat das nicht ganz zugemacht, hat das noch offen gehalten. Wenn auch nicht viel gewesen ist, er hat sich ein bisschen auf dem Vortag halt einfach stabilisiert und wieder hochgedreht. Ne? Das heißt, wir hatten hier auch schon nach den ersten paar Minuten, das ist eigentlich ein ähnliches Bild, wie was wir die letzten Tage immer wieder hatten, früh kurz runter, dann über den Tag ausstabilisiert, haben halt hinten raus die Amerikaner gefehlt, um ein bisschen mehr zu schieben. Was vielleicht auch markant ist, was man wirklich, ja schon, was einem eklatant so ins Gesicht springt, ist halt diese Unfähigkeit, diese Gaps zu halten, oberhalb von 14.100. Ne? Also egal welches Aufwärtsgap er da oben drüber setzte, die wurden alle bisher abverkauft. Ne? Also das fing ja hier mit dem an, da wurde dann richtig viel draus. Hier wurde dann auch nochmal deutlicher was draus. Hier wurde jetzt nicht mehr ganz so viel draus, wobei das noch nicht fertig sein muss. Ne? Also wenn er jetzt wieder nach unten strebt, gut und gerne nochmal in den Bereich dann hier halt, ne? Dann hat er einmal von hier bis hier, einmal von hier bis hier und einmal bis von hier bis hier, und dann kann er nochmal hochprobieren. Aber das muss man sagen, da scheint es jemanden zu geben mit großem Portemonnaie, der da keine Lust hat. Oder sagen wir mal anders, der Lust hat, seine Position da oben abzustoßen und zu reduzieren. Aber weit runter ist er nicht mehr gekommen. Es war US-Feiertag. Die Amerikaner waren nicht müde von der Partie. Der DAX hat eine sehr, sehr, sehr gute Vorlage, um jetzt da auch mehr draus zu machen. Ne? Also so einen hohen Tagesschluss, möchte ich behaupten, haben wir noch das ganze Jahr über nicht gehabt. Ich gucke gleich nochmal in den Tageschart, aber ich möchte behaupten, das ist der höchste Tagesschluss, den der DAX aller Zeiten je geschafft hat. Ne? Und das ist jetzt nicht unbedingt als Schwäche anzuführen, das ist schon ein starkes Zeichen, das ist ein Zeichen für einen noch intakten Aufwärtstrend, und dem sollte man sich jetzt nicht hier verwehren. Das heißt, in dem Moment, wo unser DAX zum Dienstag jetzt hier oben rausrennt, über die 14.140 geht, das bleibt alles unverändert halt, ne? 14.250, 14.270, das ist drin, und geht er auch darüber, hätte er dann Platz bis in den Bereich um 14.400. Muss man auch ein bisschen aufpassen, ne? In so einem Moment, wo der Markt ausbricht, sollte man nicht erschrecken. Der kann halt auch durchlaufen halt, ne? Also wer dann da anfängt, oh, das ist aber übertrieben, oder muss ja jetzt aber langsam mal umdrehen. Also sowas geht in der Regel in die Hose, ja. Dann macht euch lieber gleich einen Zettel an den Bildschirm, wenn ihr für sowas anfällig seid. Sonst habt ihr da keinen schönen Dienstag oder Mittwoch oder egal wann er durchdreht, ne? Aber wenn die Leute dann alle da so reinflacken von wegen, na, das ist ja zu übertrieben, jetzt muss ich hier Short rein und so, das klappt nicht. Dann rennt er meistens richtig. Und Platz hat er im Grunde bis locker auch hier oben in dem Bereich um 400, 440. Ne? Er wird jetzt nicht unbedingt da übelst hoch pyramidisieren und so. Würde schon eher denken, dass man hier in dem Bereich dann nochmal was mitnehmen sollte. Aber also das Risiko ist da. Für mich liegt das Risiko eher oben sogar halt. Ne? Wenn die Leute dann da alle wieder dagegen flacken, wie die Doofen. Und das machen die Leute gerne doof handeln und nicht einfach das handeln, was sie sehen. Das ist so ein bisschen instinktiv mitgegeben, ne? Unfähigkeit an der Börse. Ist jetzt nicht böse gemeint, aber ihr wisst ja, wie ich es meine halt, ne? Die meisten, die stehen sich selber im Weg dann halt, ne? Denen kommt dann irgend so eine Schnapsidee, die sind dann einfach gerade mal nicht long, und dann sagen sie sich, oh, na, jetzt ist aber zu hoch für long, und hauen dann Short rein, auch wenn sie selber sehen, dass Short dort nicht richtig ist. Und da ist es manchmal ganz gut, wenn der Martin sich dann am Abend hinsetzt und das einfach mal so freie Schnauze einfach mal rauserzählt, weil dann sich der ein oder andere dabei wiedererkennt und halt dann am nächsten Tag etwas weniger Geld vielleicht verliert oder es sogar richtig macht und sich da ein paar Punkte rausbeißen kann. Okay, also wir bleiben dabei. Hier über 14.140 Platz nach oben kann er durchlaufen. Unten haben wir Supportzone im Bereich um 14.50, 14.60. Darf er auch gerne nochmal abholen, kurz früh runter, einmal reinstechen, dann nach oben. Vollkommen legitim. Damit können wir das zumachen, unverändert zu gestern. Wir gucken nochmal kurz in den Tag. Hier sehen wir das mit dem Tagesschluss. Das ist eine rote Kerze ohne Frage, aber es ist der höchste Tagesschluss, den wir ever im DAX hatten. Das ist der Rekord quasi. Das ist ein Rekord. Auch wenn es nach nicht viel wirkte zum Montag, gewiss nicht, aber das ist ein Rekord. Das ist der höchste Tagesschluss, den wir jemals hatten im DAX. Und das bestätigt jetzt erstmal hier zumindest noch die intakte Aufwärtsbewegung. Es bestätigt, dass Leute auf diesem Niveau kaufen, sonst würde da nicht hinkommen. Und das müssen wir so auch werten. Long-Ticker ist noch aktiv, er bewegt sich noch nach oben. In dem Sinn haben wir Wahrscheinlichkeitsvorteil einfach auch noch auf der Oberseite, auf der Long-Seite. Und ich denke, damit können wir auch das zumachen. Das ist dann quasi die Quintessenz des Videos. Und passt ein bisschen auf der Oberseite auf. Ich glaube, da liegt Risiko, aber man sollte es nicht übertreiben. Ne? Es ist keine Einbahnstraße, auch oben raus nicht.
Ja, kleine schöne Rücksetzer, gerade so von 2,50 nochmal auf die 1,30 zurück. Wenn ihr da einen schönen Long drin habt und ihr pyramidisiert den auf und dann kommt euch die ganze Kiste zurück und stoppt auf euch Einstand raus, ärgert ihr euch auch wieder. Ja, also von daher lieber vernünftig bleiben, immer mal regelmäßig einen Cashflow generieren, Gewinne reinholen, Teilgewinne realisieren, nicht übertreiben und einfach vernünftig Tag für Tag auch auf der Risikoseite und dann wird dann Schuh draus. Ich mache jetzt hier zu, wir brauchen hier wirklich nicht mehr Zeit zu verschwenden, dafür ist zu wenig passiert, außer eben der höchste Tagesschluss aller Zeiten. Und dann hören wir uns einfach morgen wieder und gehen das Ganze weiter an. Bis dahin, viel Erfolg euch zum Montag, zum Dienstag. Tschö.